bist ein Cheater! Der wird safe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey yo Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Heute werden wir GTA 5 Hunter spielen mit 6 YouTubern, Leute. Heute XXL-Folge. Und zwar heute mit dabei, A Wife, was geht ab? Was geht ab, Mann? Was dann geht? Dann ist da doch Blaze. Fortnite. MBK. Was geht? Dann ist da doch Stani. Warum klaut Blaze die Sachen von Ente? Okay, Stani ist ein Roboter geworden. Russig ist zurück aus dem Urlaub. Was geht ab? Ich bin auch am Start. Und Ente. Was geht? Leute, ihr dürft euch natürlich immer jetzt 3 zufällige Fahrzeuge spawnen und euch dann vor mir verstecken. Und ich würde einfach mal sagen, weil wir heute so viele sind, machen wir das nicht nacheinander, sondern einfach mal alle gleichzeitig. Alle dürfen sich jetzt ihre Fahrzeuge spawnen. Boah. Und wie gesagt, ihr dürft euch 3 spawnen und 1 dafür dürft ihr nehmen. So, okay. Stani hat hier schon mal 1. Oh mein Gott, ich sehe hier schon voll viele Autos, die hier gespawnt werden. Der ist gut, der ist okay. Oh mein Gott, okay. Stani hat hier schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Auto. Okay, Russack hat hier den Renault. Na gut, also wenn ihr euch für ein Auto entschieden habt, dann löscht die anderen beiden und dann könnt ihr schon mal losflitzen. Versteckt euch, ihr müsst mir keinen Screenshot schicken. Ich werde euch einfach nur toggeln, Leute. Let's go. Und überlegt euch mal besser ein gutes Versteck, Jungs. Let's go. Darf ich Motorrad nehmen? Du darfst alles nehmen, was du willst, Bro. Aus dem Flugzeug und wo. Okay, und Lukas hat auch noch hier seine 3 Fahrzeuge gespawnt. Welchen nimmst du? Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Nein, er nimmt den OP-Jeep dann. Let's go. Tschö. Okay, Lukas, du weißt, wie das Ganze läuft. Du kannst jetzt hier deine OP-Position dir erstmal suchen, ja? Mute dich und überleg dir was Gutes. Und jetzt, Leute, sind hier die 6 YouTuber auf der Flucht vor mir. Und jetzt werden wir unsere 3 Fahrzeuge für die heutige Jagd einfach mal vorbereiten, Leute. Und Fahrzeug Nummer 1. Oh Gott, nein, das ist ja kompletter Müll. Fahrzeug Nummer 2. Das. Ach so, warte mal. Ich habe eingestellt, dass die Fahrzeuge gelöscht werden. Okay, ich gebe uns einfach einen Versuch mehr. Okay, Fahrzeug Nummer 1. Fahrzeug Nummer 2. Oh mein Gott, okay, das war's. Das war's, Leute. Wir haben einen richtig krassen OP-Lambo bekommen. Schon mal übelst stark, Leute. Und Fahrzeug Nummer 3. Au. Takis BMW M8. Leute, ich bin mir jetzt gerade nur nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nämlich nicht dieser BMW OP M8. Ich glaube, wir nehmen besser diesen OP Rainbow RGB Lambo, Leute. Ich glaube, der ist nämlich richtig krass. Ich darf natürlich heute nur meine Pistole verwenden, um die YouTuber zu jagen. Wir machen mal einen kleinen... Oh mein Gott. Oh mein Gott, klebt der Wagen an der Straße. Okay, das war's. Das war's für unsere YouTube-Freunde. Und das Krasse ist, der Wagen hat irgendwie keinen Sound. Aber ey, Leute, wisst ihr was? Ich tune den mal kurz, dass der auch Sound hat, Leute. So, Leute, wir jetzt mal einen Jumpy machen. Und ich habe eine gute Idee, Leute. Und zwar, guck mal hier. Bro, den Klassiker. Einfach hier rüber. Boom. Easy, Leute. Also ich glaube, er wird mich hier finden. Aber es ist trotzdem schwierig für ihn. Weil ich werde ihn den... Ach so, ich brauche hier keinen Screenshot senden. Na gut, okay. Ja, egal, wir bleiben hier einfach, Leute. Freunde, ich bin jetzt auf dem Mount Chilidad. Ich glaube, ich werde mich hier nochmal bei dem Bunker verstecken, wo ich das einmal bei Stani gemacht habe. Aber ich glaube, heute habe ich bessere Chancen. Je nachdem natürlich, was er für ein Auto hat, weil im Endeffekt muss er ja hier runterspringen. Und dann kann ich ihm auch den Toggle nehmen. Ich werde mich auf jeden Fall hier verstecken, dass er mich nicht direkt findet und mich hier nicht direkt abschießen kann. Weil hier ist das Aiming auch nicht so gut und dann werden wir auf jeden Fall wieder escapen. Leute, dann versuche ich jetzt hier im Hof den Job zu machen. Komm schon. Und bitte, klappt das? Ja. Wir kommen hoch. Perfekt. Nein! Komm schon, bitte. Wir müssen über den Dreck kaufen hier vor den Job. Let's go. Und ja. Wir sind auf dem Dach. Perfekt, Mann. Hier bleibe ich jetzt. Komm doch, Max, und hol mich. Okay, Leute, wir machen was ganz Entspanntes. Da mein Auto heute nicht so crazy ist, werde ich einfach auf die Baustelle traditionell hochfahren, dann auf die Autobahn, dann einen schönen Jumper und hoffentlich wird es alles klappen, so wie ich es vorhabe, weil dann ist alles in Ordnung, Leute. Ich weiß echt nicht, ob das so gut klappt, wie ich es mir vorstelle, aber es wird schon gehen, Leute, wird schon gehen. Okay, Leute, ich habe jetzt mein Versteck. Ich werde es euch jetzt zeigen. Alter, es ist so schwer. Ich muss gerade auf diese Rampe kommen und dann auf das Dach hier. Oh mein Gott. Let's go. So. Okay, Freunde, ihr wisst es selber. Der Stuntmaster ist back am Start. Okay, ich überlege gerade, wo stunten wir hin, wo es voll easy ist zu landen. Aber ich habe einen Stunt gerade im Kopf, den wir letztes Mal
sehr oft probiert haben. Bro, dieses Fahrzeug ist so OP, er wird gar keine Chance haben. Aber mit etwas Glück sollte ich da oben landen. Wir haben das letzte Mal in der Stunt-Folge nämlich schon gemacht. Ich muss nicht sauber landen, ich muss einfach nur generell landen. Bro, wenn ich da oben lande, wie will Max mich überhaupt irgendwann bekommen? Ja, aber so wie das hier aussieht, gibt das niemals was. Oben gelandet, okay. Hier können wir uns nämlich auch noch ein bisschen bewegen. Das heißt, wenn Max, keine Ahnung, von der Seite schießt, fahren wir einfach rüber auf die andere und haben immer diesen Bolzen in der Mitte. Wenn wir Glück haben, trifft er uns nicht. Bro, einfach einen Stunt in der Hunter-Folge gelandet. Okay, den Nasen. Oh mein Gott, Leute. Okay, jetzt hört der Wagen sich auch noch krass an. Pistole ist auch ausgestattet. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal anfangen, den ersten YouTuber zu jagen. Ich gucke jetzt hier gerade mal, wisst ihr was? Ich glaube, ich fange heute sogar mal beim guten alten Stani an, Leute. Der ist nur 800 Meter von mir entfernt. Man muss ja wirklich sagen, Stani ist immer echt ein ekliger Gegner, Leute. Okay, gucken wir mal, ob wir den heute mal direkt hier schnappen können. Hä, wo chillt der denn? Der ist einfach da oben drauf. Hä? Ey, ist das eklig. Ist das eklig, Leute. Wir haben uns hier direkt wieder den ekligsten rausgesucht. Hä? Leute, wo ist der denn? Leute, okay. Entweder er ist oben drauf und wir haben ihn gerade nicht gesehen. Oder, Leute, er ist einfach in diesem Teil in der Mitte drin. Vielleicht ist er da auch in der Mitte drin und er will uns ja dann bestimmt rammen, Leute, und dann vor uns abhauen. Aber das werde ich natürlich heute nicht zulassen. Okay, warte mal, ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Er bewegt sich. Stani? Max, ja? Bro, wo bist du denn? Wo bist du denn, Junge? Bro, reicht dir nicht. Aha. Okay, das sieht hier mal ganz crazy aus. Ich glaube, Leute, er ist da auf diesem kleinen Zwischendach oben drauf. Bro, du denkst doch nicht, dass ich zu so einer Noob-Position springe. Oh mein Gott. Ey, Stani, ist er ein Ekliger. Ist er ein kleiner Ekliger? Okay, ich hab ihn gesehen. Maxi! Ach du Heilige. Ey, Leute, jetzt habe ich mir auch wirklich hier direkt den ekligsten zum Start rausgesucht. Gut. Also ich muss sagen, Stani, ich habe auch echt ein OP-Auto gekriegt. Ja, meinst du, jetzt nicht ganz so OP, aber es wird für dich reichen, sagen wir es mal so. Aber ich check nicht, Max, warum du direkt jemanden hier rausrufst, wo du verlieren wirst. Alter! Okay, da ist er sich ziemlich sicher. Ich weiß gerade nicht mal genau. Bro, ich weiß gerade nicht mal genau, wie du da hochgekommen bist. Ich vermute. Bro, ich sag dir, der Weg ist komplett einfach eigentlich sogar. Ja, bestimmt vom Parkhaus hier. Warte mal, vielleicht schaffe ich es aber auch. Mein Auto ist ziemlich OP. Vielleicht schaffe ich es auch von hier. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Nee, okay, Leute, ich glaube, wir müssen kurz ins Parkhaus reinfahren. Aber du hast einen Toggle und wenn ich den jetzt löse, dann bin ich weg, ne? Wenn du dann schaffst, von mir zu entkommen, dann hast du es geschafft. Ja, okay, Bro, du hast keine Chance. Jeder YouTuber, der entkommt, bekommt 1000 Euro. Bro, okay. Und für jeden YouTuber, der von mir erwischt wird, der schuldet mir 1000 Euro. Ist egal. Ich werde es eh schaffen, weil du bist so schlecht, Bro. Ich habe hier so einen Plan mir rausgelegt. Was? Okay, Leute. Das wird gleich so heiß, so, Stani, übertreib. Na, ich gönn dir das auch, Bro. Ich sag ehrlich, wer es heute schafft, dem sei es gegönnt, Freunde. Ich habe heute die Spendierhosen an. Wer es schafft, dem gönn ich da. Okay, von hier ist er. Jetzt weiß ich schon mal, wie du hier drauf gekommen bist. Da bist du. Ich fange jetzt schon mal an, ein bisschen hier Platten zu schießen. Was ist das denn für eine ehrenlose Aktion, Bro? Bro, es geht um 1000 Euro. Was für ehrenlos? Was redest du da? Bleib doch einfach da, wo du warst, hinter der Säule. Ja, Bro, aber ich will was gucken. Rustak will hier direkt ein bisschen die Tipps geben. Aber Bro, wie eklig ist das denn? Ja, erzähl mir hier nichts von eklig, Junge, bei deinem Versteck, wo du da bist. Na gut, kleiner Leute. Esel, Alter, das ist ja voll das eklige Verhalten. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als da wirklich jetzt rüber zu jumpen. Ich nenne dich jetzt Esel, Max. Tschüss! Nein, Mann! Ey! Bro, wie er sich feiert, Leute. Okay, wir müssen nochmal schnell ins Parkhaus, Leute. Jungs, genau das habe ich doch vermisst hier. Bro, ich habe das bei the way First Try geschafft, Leute. Ne? Ja, ist ja schön für dich, dass du das First Try schaffst. GGs. Ich gönn dir das trotzdem nicht, Bro. Ich gönn einfach nicht. Oh mein Gott! Entoggelt? Ey, komm nicht runter! Oha, Stani! Weg mit dir! Oh mein Gott! Nein, ey, das darf nicht wahr sein. Dreh dich doch schneller! Nein, ich muss hinterher. Leute. Die ersten 1000 Euro. Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott!
Du kleiner, ekliger... Nein. Ich glaube, ich bin ins Wasser! Nein, hey, woher weißt du denn das, wo ich bin? Bro, weil ich dich doch noch sehe, ich bin die ganze Zeit hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Stani. Also ich muss leider Real Talk sagen... So, warte mal, wir wollen das Ganze hier natürlich auch offiziell machen. Stani, willst du dich stellen hier einmal, oder... Nö. Tschüss, Max. Ja, okay, dann versuch halt mal vor mir wegzuschwimmen. Bam, 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 bam. Hä, wie viel hält der aus? Bro, du triffst halt nicht. Hä, bei mir bin ich voll drauf. Du triffst nicht, Bro. Jetzt krieg ich Schaden, Bro. Bro, er hat einfach God-Mode an oder so. Ja, Bro, nein, du triffst du nicht, Bro. Also bei mir sieht man immer Blut rausspritzen. Naja, also gut, man muss sagen, Stani dachte, er ist der Endboss, aber er war leider einfach nur eine Lachnummer. Wir machen weiter mit dem nächsten. Hä, Junge, du bist an mir vorbeigefahren. Hä? Nein, ich hab's die ganze Zeit gesehen, Bro. Die anderen können das bezeugen. Ach, wisst ihr, wen wir jetzt mal als nächstes machen? Ach komm, Blaze. 12 Kilometer ist der entfernt. Ah, ja. Okay, na gut. Dann müssen wir, Leute, wir machen mal kurz Kickdown zu Blaze rüber. Ach, Blaze, ja, Leute. Ja, magst du, okay. Bummi, komm. Ah, er denkt hier, er ist krass, weil er auf dem Mount Chiliad oben drauf chillt. Okay. Wusste nämlich ganz genau, was du für ein Auto wieder hast. Deswegen bin ich vorbereitet. Okay, okay. Was hast du für ein Auto, Blaze? Blaze denkt, er ist SUV. Krass, aber er ist einfach nur ein Lacher. Er denkt, er ist ein Macher, aber er ist nur ein Lacher, Leute. Okay. Okay, erstmal gucken, wo er ist hier. Er muss irgendwo eigentlich genau hier vor mir sein. Hä? Ja. Oh. Ist der denn? Ach, da. Ach, Blaze. Na komm, Max, ach, komm! Ach, kleiner Blaze, Junge. Na komm runter! Warum sollte ich runterkommen? Das Ding ist, Leute, ich glaube, Blaze checkt nicht, dass ich einfach sein GPS hab. Na, kannst du doch. Okay, ja, gut, gut. Na, ich sehe, wo du bist in etwa. Ah. Er muss hier eigentlich der genau... taktische Boss. Ich weiß noch nicht so ganz, was die Strategie von Blaze ist, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hat er auch gar keine Strategie. Seine Strategie ist Toggle und Toggle und Mount Chiliad macht er. Bro, seine Strategie ist, glaube ich, einfach vor mir wegfahren. Und dann und weiter hat er nicht gedacht. Blaze, oh, mein Strategie Auto klebt aber auch hier im Berg. Okay. Mhm. Oh Gott, okay. Tschüss. Oh Gott. Oh ja, hau mal ab, Max. Da so muss ist ich, super. Da muss ich ein bisschen taktisch auf Abstand bleiben. Oh. Ey, Bro. Also, taktisch auf Abstand. Digga, dieses Mount Chiliad-Ding, das werde ich auf jeden Fall nächstes Mal verbieten. Das ist ja einfach nur nervig hier. Ach, jetzt ich höre da nur Geweine. Max ist sauer, glaube ich. Okay, Leute. Er fühlt sich gerade sehr krass dafür, nur weil er auf einem Berg chillt. Okay. Aber du kommst da ja nicht mehr hoch. Also, Bro, mein Auto hat bis jetzt eigentlich alles easy geschafft. Ach, Blaze, Junge. So. Na komm, Max, komm. Ah, ich bin doch... Ja, so. Ah. Oh, schade. Nice try, Bro. Nice aber try. Aber gefällt dir hier nicht so, ne? Nee, ist ein bisschen nervig. Oh. Ich muss ehrlich sagen... Ich will die 1000 Euro heute haben und dafür werde ich tryern. Ich merk schon, Leute. Blaze gibt wirklich alles für seine 1000 Euro. Ich bin auch gleich da. Ja. Ja. Oh mein Gott. Nein, der ist noch da. Ja, bitte. Oh mein Gott. Oh. Okay, Leute, ich muss mich hier kurz muten. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wir haben unseren Toggle verloren. Nein. Ey, ist das eklig, Junge. Ey. Okay, warte, er muss hier sein. Ah, da ist er. Oh mein Gott, Fehler von Blaze. Ich bin an ihm dran. Okay, wir haben den Toggle verloren. Wir dürfen ihn jetzt auf gar keinen Fall verlieren, Leute. Er denkt, ich habe immer noch den Toggle. Ey, sehr interessant hier, wie er fliegt. Okay, jetzt taktisch. Wir müssen jetzt taktisch dranbleiben. Ganz, ganz wichtig jetzt hier. Kein Bock jetzt hier 1000 Euro zu verlieren. Okay, wir müssen dranbleiben. Wir bleiben dran, Leute. Okay, ich sehe ihn da vorne. Und wichtig. Da ist er. Oh, er will jumpen. Er will hier seine ekligen Jump-Tactics machen. Okay, wo ist er hin? Nein, Leute. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Hä? Wo ist er hin? Hä? Nein. Ey, das gibt's nicht. Nein. Ey, so ein ekliger, Leute. Nein. Ey, das darf doch nicht wahr sein.
Leute, ich glaube, wir haben den zweiten YouTuber verloren. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Ey, nein, ich suche hier nochmal das Gebiet ein bisschen durch. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, Leute. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe Blaze aus den Augen verloren. Ich bin weg, Bro, D.E. Mann. Es fahren noch so viele schwarze Pickups hier rum, ne? Ja, Leute, seid ehrlich, ist er weg, D.E.? Ja, ich glaube schon. Ey, wirklich schlimm. Die sehen auch alle wie Blaze hier aus. Ja, naja, ich habe halt in den letzten Aufnahmen gesehen, dass du ein Bummi bist. Deswegen. Okay, Leute, ich muss sagen, Blaze hat es leider geschafft. Gönnen tue ich es ihm leider nicht, weil die Taktik absolut eklig war. Wir machen weiter mit dem nächsten YouTuber. Oh, als nächstes werden wir mal Ente toggeln. Leute, der ist 9 Kilometer entfernt. Und ich hoffe, bei dem haben wir ein bisschen mehr Glück. Ich muss sagen, mein Auto, ich dachte, das wäre mehr OP. Das ist aber leider gar nicht so krass, wenn man hier andere Autos rammt, weil irgendwie fahren wir da teilweise auch durch andere Autos durch und sowas. Wir fahren jetzt mal rüber zu Ente, Leute. Let's go. Ach, Ente chillt hier wieder auf dem Dach. Ey, der war schon 100 Mal hier gewesen. Also, dass er sich da echt immer so fühlt, Leute. Dass der sich da immer so fühlt. Ich werde mich jetzt mal muten, aber mal nichts sagen. Wer ist da oben jetzt gerade, Ente? Wie, ist das Ente? Hier? Klassischer Ente-Move. Ente! Kleine, süße Ente! Ente, du bist mute. Gibt's heute Ente süß-sauer? Ach, ist er muted? Ente, rede! Gibt's heute Ente süß-sauer? Ha, du Kleiner? Oh, 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 oh. Er ist einfach... Bro, voll. er checkt's nicht. Er ist so in seinem Film. Er ist in seinem Film, Bro. Oh, oh. Okay, Platten. Er kriegt Platten. Nee. Wichtig, oh, wichtig. Nee. Und ins Wasser! Ey, das ist so, also wow. Ey, Bro, Ente checkt nicht mal, dass ich mit ihm rede. Oh mein Gott, ist er lost. Er war einfach die ganze Zeit gemutet. Zack, hier weggeschossen. Also Ente, muss man leider sagen, das hier sind meine nächsten 1000 Dollar, Leute. Ja, Bro, wir haben es gemerkt. Also das Ente, muss man leider auch sagen, Lachnummer heute gewesen. Ganz, ganz easy. Gut, dann können wir nämlich direkt mal schön mit dem nächsten YouTuber weitermachen. Boah, wen haben wir denn noch hier auf meiner Liste? Ich habe hier noch MBK, ich habe noch Russik und ich habe noch Wife. Sollen wir mal, komm, wir machen mal Russik. Machen wir mal Russik, Leute. Toggle GPS. Russik war ja jetzt auch eine Woche im Urlaub gewesen. Ich glaube, der ist vielleicht auch ein bisschen eingerostet. Das könnten hier vielleicht auch nochmal easy 1000 Euro für mich sein, Leute. Ab geht's zu Russik. Ey, Leute, es gibt leider ein kleines Problem und zwar mein Spiel ist gerade abgestürzt. Das heißt, mein Auto ist weg. Russik, hast nochmal Glück gehabt. Ich habe jetzt kein OP-Auto mehr. Aber ja, ich würde einfach sagen, ich werde mir jetzt hier 3 neue Random-Fahrzeuge spawnen. Kann besser sein, kann schlechter sein. Ich glaube, das ist fair, Leute. Okay. Okay, Fahrzeug Nummer... Was ist das? Ach, das ist eine Takis-Yacht. Okay, Fahrzeug Nummer 1. Oh Gott, Dank. Das ist schon mal nix. Fahrzeug... Oh mein Gott! Oh nein. Oh mein Gott, hä? Bro, das... Oh nein. Okay, das war's. Ist ja super unfair. Bro, explodiert da nicht sogar alles? Und oh, wenn er irgendwo drüber... Oh mein Gott. So, dann nehmen wir doch mal den OP-Truck. Aber wisst ihr was? Ich mach's sogar fair. Ich werde nach Russik... werde ich ein neues Auto nochmal spawnen. So, Bro, ich will ja, sag dir ehrlich, kommst du hier überhaupt zu mir hoch mit dem? Das ist eine sehr gute Frage. okay, das könnte jetzt echt ein Problem werden. Für so eine enge Baustelle ist der OP-Truck natürlich nicht das Beste. Oh mein Gott, Leute, wie soll ich denn hier hochkommen? Junge! Ey! Ich wusste nicht, dass du ein Truck ihr habt heute hier die ganze Zeit. Aber auch wirklich wieder eklige Verstecke. Ah, du schaffst es doch. Ah, Bro. Fühl dich nicht, Russak, da oben. Step by step, Bro. Da wirst du es braucht ein bisschen länger. Das ist hier... Digga, er hat wieder das gleiche Versteck wie beim letzten Mal. Ja, Bro, die Baustelle kommt hier... Nicht um die Ecke. Ah, doch. Die Baustelle ist auch einer meiner Hass-Locations hier. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Das ja, Leute, er wird doch jetzt gleich so wegfliegen. Ey, Mann! Er hat seinen Reifen fest... Ah, no! Oh, ist das eklig. Alles gut. Du musst das GPS wegmachen. Alles gut. Jungs, ich habe nichts verlernt, Jungs. Alles ist Bro, ich glaube, du hast das ein bisschen verlernt. Du warst im Urlaub, Bro. Die Zuschauer nehmen dir das nicht übel. Auf Wiedersehen. Okay, na gut, Russak. Okay. Also ich schieße hier jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platten hier. Nee. Da muss schon herkommen, Bro. Okay. Leute. Also ich ganz verstehe ich die Taktik jetzt gerade noch nicht. Weil ich habe ja noch sein GPS-Signal, aber okay. Ja, genau. Wir gucken mal. Also Russak ist ja an sich ein guter. Oh mein Gott. Bro, wie auch nochmal extra dir vorbei. Ja, ich wollte enttoggeln. Er wollte enttoggeln, hat's aber. Ich bin sogar so ehrlich und sag, er hat's nicht geschafft. Ja, ich bin komplett daneben vorbeigefahren. So, Leute, ich werde mich jetzt hier mal muten. Ah, oh, Russak. Oh, der kleine arme Russak hat jetzt hier schon Platten. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Meine Taktik ist einfach, ich werde mir jetzt erstmal schön... Es geht halt leider um 1000 Euro. Ich habe da leider kein Mitleid. Ich werde ihm jetzt erstmal hier schön Platten schießen. Und dann, wenn sein Fahrzeug kaum noch fährt, dann werde ich ihn einfach mit dem OP-Truck hier komplett zerstören. Oh mein Gott, der lässt sich jetzt kaum noch fahren. Der überschlägt ja jetzt schon.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Oh mein Gott. Gut, Russak. Was soll ich da machen? Russak, nimm einfach nochmal. Nimm einfach nochmal eine Woche Urlaub, Bro. Das, ich glaube, das war zu viel. Okay, aber wir wollen es natürlich fair machen. Der OP-Truck ist natürlich viel zu krass. Ich werde jetzt nochmal 3 neue Fahrzeuge spawnen für die letzten 2 YouTuber. Okay, Fahrzeug Nummer 1. Okay. Weiß ich nicht, ob der irgendwie so krass ist, Leute. Sieht irgendwie nicht schlecht aus, aber ich bin mir nicht sicher. Fahrzeug Nummer 2. Und irgendein Rolls Royce. Boah. Ich weiß es aber nicht, Bro. Digga, ich würde einfach mit dem BMW nehmen. Bro, ich glaube, der Rolls Royce ist nicht so krass. Ich glaube, ich werde den BMW nehmen. Der sieht wenigstens ein bisschen getuned aus. Okay, und dann mache ich weiter mit dem nächsten YouTuber. Und zwar auf der Liste, ich würde sagen, MBK. Werden wir mal sein GPS-Signal toggeln. Oh, 1, ey, will Russak mitfahren oder was? Willst du mitfahren, Russak? Russak, komm, steig ein, Junge. Ich nehme dich mit. So, Russak, weißt du jetzt, wo wir als nächstes hinfahren? Nee, ich weiß es nicht. Ah, und zwar zum guten alten MBK. Oh, MBK. Na, MBK, freust du dich schon? Guck mal, wenn ein Auto in der Lage ist, hier hochzukommen, dann reden wir weiter, weil ich... Ansonsten bist du es gar nicht... Ah. Oh Gott, nein. Der BMW ist Müll, Leute. Oh, nein, nein, nein. Was hat denn für ein Auto? Okay, Leute, ich werde mich jetzt hier mal muten. Ich will hier nicht das Gequatsche von den anderen Leuten hören. Ich werde mich jetzt hier nur auf mich konzentrieren. Mein Auto ist leider nicht so gut. Ist irgendwie komisch. Ist mehr so ein Drift-Car so gefühlt. Gott, ist das Ding Müll. Und ey, Bro, er chillt da. Ist das eklig schon wieder. Ist das schon wieder eklig. Okay, er chillt auf jeden Fall. Er muss irgendwie... Ist er ganz oben? Ist er ganz oben auf dem Turm drauf? Ey, bist du ganz oben auf dem Turm drauf? Ach, Maximilian. Nein. Ach. Ich habe schon gerade gesagt, wenn du sagst, King MBK, kommst du bitte, bitte runter, dann würde ich eventuell runterkommen, aber ansonsten eigentlich nicht. Bro, ich kann da doch gar nicht hochkommen mit meiner Müllkiste. Oh. Sagst du? Das ist wirklich echt nichts. Ey, Junge, Junge, Junge. Was hast du denn für ein OP-Auto, dass du da hochkommst? Oder, guck mal, ich kann dir das Angebot machen, was ich schon mal ständig gemacht habe. Du gibst mir 750 Euro safe. Ey. 250 Euro kannst du dir vielleicht nochmal sparen. Was machst du da, Max? Bro, ehrlich? Das ist voll schwer hier. Er fährt die ganze Zeit gegen den Mini. Ja, man muss ja so ein bisschen nach links eindrehen. Ja, das kann... Oh, knapp! Alter! Oh, nein, das kann ich mit meinem Auto komplett vergessen. Max, ja, knapp. Ich sag's mal so, ich werde es trotzdem nochmal probieren. Ich sag aber ehrlich, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Dafür ist der Wagen einfach zu schlecht. Also, wenn ich sehe schon, wie langsam du fährst, Bro. Ich schaff's! No, ist zu langsam. Ist zu langsam. Nee, aber ich glaube, du schaffst es sogar. Ich glaube, mit noch ein bisschen mehr Schwung, werde ich es, glaube ich, schaffen. Ja, gut, aber MBK, komm, mein Motorrad flieg ich da nicht runter, weißt du? Fährt ich aber runterrammen und dann? Ja, und dann? Toggle weg und ich fliege in die andere Richtung. Wie willst du denn runter dann mit dem Motorrad? Boah, die Frage ist, wie willst du da runter jumpen, ohne Fallschaden zu kriegen? Mein Motorrad fährt. Ich flieg nicht runter von meinem Motorrad. Ja, Bro, dann hast du Godmode an. Nein, ich habe kein Godmode an. Eigentlich schon. Wenn du nicht runterfliegst, hast du Godmode an. Nein. Oh, ich muss schnell weg. Oh. Ah, Mann, ey. Okay, ey, Leute, es ist aber möglich. Es ist möglich. Ich muss nochmal probieren. Okay, Leute, komm jetzt hier mit schön Schwung hoch. Oh, MBK. Ja. Hey, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich habe ein bisschen nach links gehen. Hä? Bro, er hat sich auf sicher irgendwo anders dahin. Er hat wirklich Angst, einen Headshot zu kriegen. Also, Bro, du kleiner Angsthase. Sagst du Bescheid? Du klein, ja, alles gut. Das ist die nächsten 1000 Euro. Dann musst du mich bekommen. Nein. Dann musst du mich erst mal bekommen. Also an MBK werde ich hier nicht nochmal 1000... Ach, Digga, ey. An MBK werde ich jetzt hier nicht nochmal 1000 verlieren. Sagst du? Nicht an MBK, Leute. Doppelt oder gar nichts. Oh, der könnte clean sein. Du springst so weit. Oh, es ist so schwer. Oh mein Gott. Der ist es. Der ist gut. Der ist es nicht. Russak, kein Bock mehr, steig aus. Russak muss raus, der ist zu schwer. Der war's, Bro, der war's. Bro, Russak war's. Er war zu schwer. Nein. Das ist er. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat meinen Tom direkt, du kleiner Ekliger. Du kleiner ekliger Esel. Oh mein Gott, nein. Ey, Leute. Wo bist du? Ich gönne es MBK nicht. Kannst du mal toggeln? Ich gönne MBK nicht. Wie, du kannst für dich? Wo ist der Eklige?
Motorrad machen so, ich so? Nein, Bro, er ist bei der Rennstrecke, Bro, bei der Rennstrecke. Er macht den Jump nochmal, Bro. Nein. Er macht den Jump nochmal. Nein. Er schafft es. Nein. Ich bin oben. Er ist beim Jump, Bro. Er hat reingechockt. So. Ey, warte mal ganz kurz. Warte mal, spielen alle gegen mich? So, MBK, du kleiner, ekliger Esel. Vor allem das Lustige ist, ich gönn ihm nicht, Bro. Ohne Flyglitch und das erste, was ich sehe, macht Flyglitch. Ach so, nein, das ist na, Bro, jetzt häng ich auf dem Dach fest. Alter. Ey, Leute. Er macht den Jump nochmal, Max. Er will den Jump nochmal machen. MBK hat mich wirklich gebrochen. Er will den Jump nochmal machen. Ey, ich bin offiziell gebrochen. Ey, aber ganz kurz. Max kommt da nicht mehr raus. Er hat ihn einfach gefangen. Max? Wo ist er? Ist er disconnected? Wo ist er? Flughafen. Er springt auf den Flughafen, Bro. Ja. Bro, mein Auto ist da oben. Ey, Bro, warte mal, er hat die Landung verkackt bei dem Haus. Warum ist er nicht runtergefallen? Ja, Bro, ich sag doch von Anfang an, man hat God-Mode. Bro, der cheatet einfach. Oh mein Gott. Nein, er hat Player-God-Mode. Du hast Player-God-Mode. Jetzt M-Menü. Qualifiziert. Bildschirm übertragen. Normalerweise fällt man ja runter. Ey, nein, er hat wirklich God-Mode an. Alle schreien, was soll ich machen? Bildschirmübertragung an. Du bist ein Cheater. Bro, Bildschirmübertragung an. Ich hab Bildschirmübertragung an. Hast du nicht? Er hat nicht. Also, oh mein Gott, er cheatet einfach. Man sieht's auch auf einer Aufnahme. Bildschirmübertragung. No Ragdoll. Und jetzt, nee. Jetzt guck Menu. Aber, ja, guck mal, du fällst nicht runter, Bro. Ja, Bro, er kann gar nicht runterfallen. Zeig mal Menu. Bro, er hat doch gerade drauf. Nein, das ist wegen No Ragdoll. Ja, und dann schießt mich doch ab, Bro. Okay, MBK cheatet doch. MBK Cheater. Leider. Leider gecheatet. Bro, ich seh dich ab sofort. Blackjack, so ein Ding ist das. Wenn man Blackjack guck mal, er fällt nicht runter, egal was er macht, Bro. Ja, also, ja, Bro, man muss leider sagen. Das findet ihr jetzt unfair bei einem Motorrad, dass man nur nicht runterfällt? Jungs, hey, du kannst ja ein Auto aussuchen, ey. Leute, Bro. MBK hier gecheatet. Also nein. Kriegt keine 1000 Euro, ich mach weiter mit dem nächsten. Er hat den Blackjack gemacht. Ich mach weiter mit dem nächsten, das ist mir echt zu doll, Freunde. Ich werde mir jetzt hier nochmal 3 Fahrzeuge spawnen, Freunde. 1, 2, ey, was sind das für Autos? 3! Hä? Leute, ist der gut? Kann der was? Das ist irgendwie so ein CLK GTR Mercedes. Wisst ihr was? Komm, ich werde ihn jetzt hier einfach mal nehmen. Damit werden wir jetzt Wife jagen. Ich hoffe, das Ding hier kann was. Wife, der letzte YouTuber, der noch fehlt, Leute. So, Toggle GPS. Wo ist der denn? 1,4 Kilometer entfernt. Okay, Leute, da flitzen wir jetzt mal schnell rüber. Let's go. Okay, Leute, Lukas muss sich irgendwie hier befinden. Wo ist der denn? Hä, das muss links von mir sein. Ist der da oben auf der Reklametafel? Hey, Max, Bro? Ja? Bist du hier auf dieser Werbetafel? Nein, alles gut. Hä? Bro, ich bin unter dir, siehst du es nicht? Du bist genau, der Punkt ist genau bei mir. Alter, hä, ich check's nicht. Also ich stehe jetzt genau auf dem Punkt drauf. Aber warum steigst du aus? Ist kein also ich frag nur, warum Bro, du bist auf diesem Schild oben drauf, du kleiner Ekliger. Was für ein Schild? Was für ein Schild, Bro? Oder er ist ganz auf der Fackel oben. Wie soll man da denn hinkommen? Hä, Bro, ich will in deiner Aufnahme sehen, dass du da oben. Ich sehe ihn da oben. Bro, du redest mit dem Stunt. Was willst du von mir? Easy. Du bist da oben drauf gelandet. Natürlich. Junge, ich heiße ja nicht Blackjack oder MBK. Ach, du Heilige, Bro. Was laberst du, Bro? Alles gut. Ach, du Heilige. Ich weiß nicht mal, welchen Jump du gemacht hast, um da oben drauf zu landen. Ist das krank, Leute. Wie soll ich den denn da runterkriegen, Leute? Bro, ich weiß, welchen Jump er gemacht hat, den Blackjack-Jump. Junge, den F2 ich schwöre auf alles, ich hab null gecheatet, Digga. Bro, ich sehe ihn da oben nicht mal. Ich hab nicht gecheatet, ich schwöre auf alles. Guck mal, Lukas meinte zu mir, ey, ich hab gecheatet, aber sag's Max nicht, ne? Ja, ich bin ehrlich. Also, ihr seid so ein 30er. Und eben gerade, geht's? Jungs, geht doch einfach mal. Bro, er kann schießen so viel. Also der Jump, muss ich sagen, ist wirklich schon krass. Aber ich würde, okay, Lukas, weißt du was? Lass uns so machen. 500 Euro komme ich dir entgegen, wenn du mir sagst, welchen Jump du dafür genommen hast. Okay. Warte. Ja. Dann fahr von der Brücke runter Richtung Hafengebiet. Okay, von der Brücke runter. Weil dann, ich will wenigstens die Chance haben, auch hochzukommen. Okay. Wenn ich es nicht schaffe, sei dir gegönnt. Okay. Aber krasser Jump, Digga. Bro, er labert hier und schießt, Digga. Ja, schießen tue ich natürlich trotzdem. Schießen tue ich natürlich Junge, dann sage ich dir gar nichts. Was ist das denn? Hä? Ja, gut. Ach, warte mal. Okay, Leute, ich weiß, wie er den Jump gemacht hat. Alles gut. Der Deal ist geplatzt.
Der Deal ist geplatzt. Hier, hier hat er den Champion. Ja, Max, mach weiter! Max, mach weiter! Wobei, nee, hier der Hügel kann es eigentlich. Oder? Doch, das ist der Hügel, ist der Hügel, ist der Hügel. Doch, alles. Ich weiß wie. So, Lukas! Er ist runtergefallen. Ich bin nur hinter der Fackel. Er ist runtergefallen? Na, Junge, ich bin hinter der Fackel, guck doch! Er ist runtergefallen. Nein, Stani, was laberst du, Digga? Warum sagt Stani alles vor heute? Bro, weil ich mag Supporte. Okay, wenn ich runtergefallen bin, dann soll er unten gucken kommen. Bro, er kommt wirklich gucken. Nein! Stani ist einfach wirklich ein Supporter, Bro. Ja, Bro. Bro, Stani, wie kann man so ein 31er sein? Junge, weil du zu schlecht bist. Lukas, mach weiter! Ja, oh mein Gott. Und tschüss. Er hat aber auch wirklich ein OP-Auto. Er hat auch wirklich das Gottes-OP-Auto. Die nächsten 1000 Euro. Nein, wär ich auch nicht. Digga, sein Auto. Aber also ich muss sagen, aber schon mal Respekt. Respekt für den Jump, muss man einfach sagen. Das gönn ich auch. Ich gönn's nicht persönlich. Bro, wie schnell ist dein Auto? Was hast du für einen Multiplikator? Ich schwöre, ich hab 5, glaube ich, maximal. Glaube ich. Der Jeep ist einfach nur mies OP. Ja, Bro, bis dann, ne? Hau rein. Okay. Ach du mach Heilige. Mach Bildschirmübertragung an. Zeig nur deinen 5er, bitte. Ja, mach ich jetzt, warte. Ach du Heilige, Leute. Okay, ja, ich glaube. Der Jeep, den kennt man. Ey, Lukas ist so weg, DE. Lukas ist so weg, DE. Ja, guck mal, wie er da oben rumfliegt. Ach du Heilige. Ey Leute, wisst ihr was? Ey Lukas, ich gönn dir die 1000 Euro von Herz. Ich kann das nicht mehr. Die Jungs haben mich heute gebrochen. Der eine cheatet, der andere ist auf einmal Stuntgott geworden, Leute. Das war's gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crybex.